Herzlich willkommen, Leute. Einen schönen Samstag wünsche ich euch und wir sind hier bei einem neuen Hop oder Top Special. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mir heute mal wieder ein Game vor, was etwas unbekannter ist, aber ein wirklich gutes Game ist, was ich selber schon einmal gezockt habe. Das ist natürlich schon eine Weile her. Ich möchte es euch einfach mal kurz präsentieren in diesem Special. Es ist wirklich empfehlenswert und wenn es Anklang findet, würde ich es auch Let's Playen wollen. Allerdings muss ich mir das nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Denn heute zeige ich euch das Spiel. Na, wer ist da denn? Pokémon. Florasky. Ja. Meine Freunde, eins der genialsten Pokémon-Hackspiele, die ich jemals gespielt habe. Dies ist zwar auf Englisch, aber es ist sowas von genial. Also, ich habe selten etwas Besseres gespielt. Lassen wir alles so, wie es ist. Battle Scene machen wir mal aus. Wie gesagt, das ist ein Hop- oder Top-Special. Ich werde euch nicht alles zeigen können, aber ich kann euch mal das Spiel ein bisschen zeigen, ein bisschen erklären. Wir gehen einfach mal ins New Game. Aha, sorry to keep you waiting. Welcome to the world of Pokémon. My name is Burke. Brich. Ja. Er erzählt jetzt erstmal so ein bisschen was von dem ganz normalen Kram. An sich hat sich hier storytechnisch was verändert. Es hat sich mapmäßig was verändert. Die Charakter sehen jetzt nicht so toll aus. Muss man sagen. Also, ich nehme mal Bill. Oder what's your name? Das ist mir sowas von egal. Terra. Ja, Terra. Ja, Hometown of Small Town. I get it now. Alright, are you ready? Es ist relativ, ja, also es ist wirklich. Es ist eine Vollversion. Muss man vielleicht mal dazu sagen. Es ist ziemlich anspruchsvoller Hack, muss man sagen. Der ist. Also meines Erachtens nach ist der nicht einfach. Ich finde ihn eigentlich ganz schön. So, wir sind hier in Small Town, wie wir sehen. Haben wir da eine richtig schöne. Ja, sieht richtig gut aus. Finde ich zumindest. Also, mir gefallen die Häuser. Das Setting hier sieht natürlich ziemlich gleich aus wie im Original. Oder wie spät ist es? Keine Ahnung. So, 10 Uhr morgens reicht schon. Ja, komm. Alles gut. Ich möchte euch einfach nur das Spiel zeigen. Und zwar haben wir hier eine Map. Ja, eine Höhlenregion-Map. Das ist die Map von Höhlen in Anführungsstrichen. Also hier sind wirklich, da ist die Pokémon-Liga, wie ihr seht. Das Tutsuro City, Pure City, Route AA. Da sehen wir übrigens die Routen. Das ist ganz interessant. Die Routen sind so bezeichnet nach den Routen, wie man sie auch gehen muss. Naja. Deswegen, im ersten Spieldurchgang habe ich das nie geschnallt. Ich stand hier auf Route C, wollte dann hier weiter auf Route G oder dahin, bis ich dir mal geschnallt habe, du musst ganz zurück und hier über Route D gehen. Dann kommst du erst weiter, Route E und so ein Scheiß alle. Da musst du erstmal drauf kommen. Route F, Route G, ja, ne? Das kommt aber alles, das ist jetzt hier für dieses Game, für dieses Hop oder Top Special eher irrelevant. Aber diese Routen sind wirklich gekennzeichnet, wie man sie gehen muss. So. Da war ein Pokémon, das war ein Bericht über die Liga, über Champ Cynthia. Und jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen hier umsehen. Beziehungsweise werden wir uns hier in Small Town mal versuchen, ein Pokémon zu holen. Hallo, was auch immer, was ist das hier im Projekt? System, ja, wo ist er denn? Fieldwork, er ist hier, ich weiß nicht, wo Fieldwork ist, ja. Ja, er muss eine Feldstudie machen. Ist klar, ist klar. Doch einen Markt gibt es hier schon. Kann ich eigentlich schon in die Richtung gehen, wo ich hin muss? Nee, anscheinend noch nicht. Nee, das Mädel hält mich auf.
Genau, da haben wir den Pensionsleiter, der ist gleich in der ersten Stadt. Finde ich auch nicht verkehrt. Ah, okay. Wir müssen das hier noch triggern. Ist also komplett wie ein Pokémon Smaragd. Ist aber alles in Ordnung. Können wir machen. Ihr werdet schon sehen, storytechnisch wird sich hier noch einiges tun. Was man jetzt noch so gar nicht mitkriegt. Ja, ja. Brandon. Ich habe mich für dieses Hop- oder Top-Special einfach entschieden, weil es... Pokémon Flora Sky ist eigentlich richtig, richtig toll, das Spiel. Es wird von vielen gar nicht so beachtet. Finde ich schade. So, kann ich jetzt raus? Ja. So, Bruder A. Jo, wir können hier noch nicht viel machen. Da kommen wir nicht weiter, wie ihr seht. Wir gehen jetzt einfach mal los und gehen einfach weiter in die Höhle rein. Warum nicht? Oh, was haben wir da denn? Mount Full Moon. Cresselia. Oh, that's Cresselia, rare Pokémon. Mount Full Moon. Moon mit doppelt, mit dreifach O is here home. Is her home. Keine Ahnung, was sie hier will. Ja, sie sieht jetzt einfach mal Flash. Und da kommt Professor Birk und er hat natürlich ein paar Pokémon für uns. So. Wie wir hier sehen können, wir kriegen einen Poké der vierten Gen. Richtig nice. Finde ich total cool. Für dieses Hop- oder Top-Special nehmen wir einfach mal Pinfar. Ja. Grafisch sieht das auch sehr schön aus, finde ich. Ich finde die Anzeige von unserem Poké und von dem Poké finde ich relativ cool. Hintergrund, also der Boden, den finde ich relativ nice. Schriftart, also es gefällt mir irgendwie, das Komplettpaket gefällt mir. Der Rahmen, ja, ist alles relativ schön gemacht. Also da steckt viel Detailarbeit drin, sagen wir es mal so. Ja, geht einfach weg. Gut, wir gehen zurück ins Labor. Ja, ich hab Pliplup bekommen. Plinfar. Natürlich müssen wir nach ihm suchen. Muss man gucken? Nein. Wir haben 3000 Poké-Dollar, dann können wir in den Markt gehen. Okay, hier gibt es die ganzen Mails. Das ist, glaube ich, für ein ganz bestimmtes Event ist das wichtig. Ich glaube, wir müssen sogar alle Karten, alle Postkarten haben. Aber eine ganz bestimmte, glaube ich. Die wird im Laufe des Spiels wichtig sein. Aber das Let's Play. Ja, du musst da, kannst gegen eine bestimmte Sache tauschen. So, hier Mount Full Moon können wir ein bisschen gucken. Da geht's direkt wieder raus. Hehe. Da haben wir Brand. Naja, komm. Der müsste ja jetzt. Panflam haben, oder? Nee, ach, Quatsch, ne? Warum Panflam? Chillast. Genau. Mhm. Fängt ja gut an. Allein schon, dass es hier Pokes der vierten Gen gibt, das macht das Ganze natürlich richtig schön. Also ich meine... Die Skins sehen gut aus. Vierte Gen, dritte Gen Spiel, vierte Gen Pokes. Das ist schön gemacht. Aber wie gesagt, ich kann euch wirklich gar nicht. Ich kann euch gar nicht alles zeigen, was es hier gibt. Das ist einfach so viel. Das übersteigt
das übersteigt einfach alles. Momentan geht das einfach gar nicht. Wir müssen selber laufen, das ist aber uncool. Ach, ist das schön. Also Flora Sky hat mir wirklich damals echt Spaß gemacht. Auch wenn es an einigen Stellen bockschwer ist. Wird schon sehen, es gibt hier zahlreiche Rivalen. Das ist auch nicht schlecht. Da kommen noch einige. Aber auch sonst vom... Ich meine, du wirst im Spiel relativ früh, wir sind jetzt wieder, wie gesagt, in diesem Special. Aber du wirst ganz schnell auch mal sehen. Ich hoffe, ich kann euch das noch zeigen. Das versuche ich auf jeden Fall. In diesem kleinen Hop- oder Top-Special. Ich muss das immer dazu sagen, damit ich das schneide und sehe, oh, Flora Sky. Oh, jetzt hat er wahrscheinlich angefangen mit Flora Sky. Nee, ist nur ein Special. Muss ich dir eigentlich noch Bescheid sagen? Nein. Okay. Dachte nur. Alles gut. Ich dachte nur, ich bin mal freundlich. Und wir machen das einfach bei diesem Hop- oder Top-Special wie bei anderen Sachen sonst auch üblich. Wenn ihr davon ein Let's Play sehen wollt, sagt einfach Bescheid. Ich überlege sowieso, das zu machen. Jetzt gucken wir mal hier. Wer bist du denn? Hi, I'm Sky. Ja, er wurde auch beauftragt. Und da kommt Heiko. Super. So, Sky wird auch noch eine große und wichtige Rolle spielen. Und Heiko zeigt uns jetzt tatsächlich, wie man Pokémon fängt. Ja. Mit meinem Piplop. Kann er es nur wagen? Ja, aber das Trassler kann er gerne behalten, das will eh kein Mensch haben. Weil Trassler scheiße ist. Was passiert? Ich werde jetzt auch gleich mal ein bisschen rushen, um nur euch zu zeigen, was gleich passieren wird. Das ist wohl das einzig Nützliche, was du bisher geleistet hast. Running Shoes. Yeah. So, Forest Entrance. Hello, I visit Pokémon, blablabla. Ja, hier können wir das Pokémon Center. Hier haben wir ein Telefon, auch ganz cool. Jetzt können wir verschiedene Sachen benutzen. Teleport zum Beispiel. I'm sorry, ja, das kommt noch. Thanks for the service. So, jetzt gehen wir weiter. Und hier. Und das ist wirklich etwas, was gewaltig ist, denn da gibt es ein riesen Waldgebiet, was voll ist mit Team Magma. Das macht richtig Spaß, also das ist schon super. Jetzt geht die Oma dahin und macht die fertig, ich sage dir. Mrs. Master. Terra, Terra, thank God. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist auch nice. Tada, er gibt uns nämlich den erweiterten Pokédex. Das ist auch richtig nice. Und so wurde zum Beispiel der Fehler oder der
Bug übergangen, dass sich Pokémon jetzt aus einer gewissen Gen nicht entwickeln können. So, hier. Dieser Fehler ist jetzt übergangen worden. Und hier ist Mrs. Master. Ein Pokémon Battle Stronger. Sie macht jetzt nichts Besonderes. Mehr. Kommt aber noch. Pharos Engines, wir werden hier mal ein bisschen gucken, was gibt's hier. Philpokes. Zack. Ein Starly. Starly. Ist zum Beispiel für das Pokémon, was ich für ein LP wählen würde, wäre das perfekt noch da zusätzlich. Denn wenn ich nämlich ein Let's Play hiervon starten würde, würde ich Panflam am Anfang nehmen. Und ich würde Starly sofort fangen. Den würde ich sofort fangen, denn das Viech ist richtig gut. Wie gesagt, jetzt habe ich Piplup einfach mal dabei. Den brauche ich auch nicht. Aber kannst ja schlecht einfach liegen lassen. Nagelhaut, siehst du aus Schwarz und Weiß, haben wir den nächsten. Gibt's also auch hier. Ist vielleicht wirklich nice. Also wie ihr seht, es gibt Pokes aus jeder Generation hier zu fangen. Und ich glaube, das hier ist die fertige Version. Ich glaube, es gab damals, habe ich glaube ich die... Das ist glaube ich noch eine re-upte Version. Da gibt es auch noch neue Items oder sowas. Das meine ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls... Boah, ein bisschen kalt hier. Gerade. Auch menschlich. Jedenfalls, das einzige Manko ist halt auf Englisch. Manchmal geht einem was flöten, wenn man sich das Ganze durchliest, aber passt schon. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen könnte. Also wie gesagt, das Spielchen ist nicht so einfach. Es ist wirklich sehr umfangreich. Das kann man sagen. Aber wenn man sich darauf einlässt, macht es einem wirklich Spaß. Ich glaube. Ach, wir heilen mal. Wie gesagt, das ist ja eh nur ein Zeigen. Wir sind übrigens auch kurz vor der ersten Arena. Ist auch nicht verkehrt, ne? Ist sogar schnell. Gleich mal die erste Route begangen und dann gleich eine Arena rein. Weil er könnte uns sogar töten. Der killt uns sogar. Soll er machen. Da habe ich auch einen Grund, den Part, das Special zu beenden. Ja, ihr seht schon, das Game hat es in sich. Die erste Arena hat es auch in sich. Und wie gesagt, wenn ihr hiervon ein LP sehen wollt, müsst ihr einfach nur in die Kommentare schreiben: Duran, mach mal ein LP dazu. Zeig uns dieses Game mal richtig. In allen Zügen. Ich verspreche euch, es würde sich für euch lohnen. Ja. Gut. In dem Sinne, ich bleibe aber stehen. Danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Top-Special hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal gibt's dann, oder nächsten Samstag gibt's ein neues Special. Und wie gesagt, Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Auch gerne ein Abo dalassen. Nachricht schreiben. Alles ist erlaubt hier. Macht, wie es euch beliebt. Ich freue mich natürlich über eure Unterstützung. Und den Zuspruch, den ich bekommen habe, oder immer noch bekomme. Und wenn ihr ein LP sehen wollt, es liegt bei euch. Sagt Bescheid. Macht's gut, Leute. Ciao.